So, jetzt gehen wir hier erstmal zu Svaras Außenposten. Mal gucken, wie schnell ich da hinkomme. Jetzt will ich endlich mal irgendwie was müssen erledigen, nicht nur die Nebenquests. Da habe ich noch keinen Haken, ich komme da nicht runter. Das ist ein bisschen Shit. Land, hab noch nicht gelernt, die Fähigkeit. Muss ich mal ganz außen rum. Mal gucken. Wie geht's hier, glaube ich, nicht runter, weil es geht ziemlich steil da runter. Dann bin ich, glaube ich, sofort tot. So, mein Hundi kommt hoffentlich mit, er kommt dann. Da unten ist irgendwie noch ein Ereignis wieder. Es geht ziemlich tief runter hier. Bam. So, jetzt sieht man noch ein Ereignis auf der Karte. Kommt irgendwas Schnelles angelaufen. Was gibt's denn hier? Befreiung, ja. Noch nicht gesehen gehabt, sehr gut. So. Was war das für ein komisches Geräusch? So, noch einer für mein Dorf. Na echt, ich hab mal so viel zu tun. Man geht hier durch die Gegend, ey, dann wird man vom Berglöwen angegriffen oder Höhlenlöwen oder Bären. Und dann guckst du blöd aus der Wäsche. Da geht nämlich gar nichts mehr. Das ist noch irgendwie Feuer. Das sind meine Leute, ne? Ja. Moin. Moin, moin. Wollen nicht zu mir ins Dorf? Nicht? Doch, nein, doch, nein. Ganz schön viele Venya hier und andere Leute auch noch. Ist gut was los. Das ist auch wieder einer von meinen Leuten. Moin. Ja, irgendwie so. Na, gehen wir noch kurz zur blauen Hand. Nehme ich noch mit. Eine brauche ich noch, dann habe ich irgendwie eine Belohnung. Hier ist hier die blaue Hand. Im Wasser? Nicht im Wasser? Du, im Wasser, ne? Wir sind keine Krokodile. Da. Ja, super. Ich kann immer noch nichts freischalten. Ich habe 5 Stück, die ich einsetzen kann hier, aber ich weiß gar nicht, wieso ich nichts freischalten kann. Naja. Ist dann halt so. Da ist das Lager. Außenposten. Außenposten sind feindliche Lager, die von verfeindeten Stämmen kontrolliert werden. Erobere sie alle, um Orus zu einem sicheren Ort für die Venya zu machen. Okay, erobere Außenposten können sie als Schnellreise im Kartenmenü ausgewählt werden. Sie geben dir Zugriff auf dein Belohnungslager und mehr Dorfbewohner schließen sich an. Nach der Eroberung eines Außenposten werden die Rohstoffe des Feindes in dein Belohnungslager geschickt. Du kannst damit die Hütten in deinem Dorf verbessern. Okay, hier noch Hütten im Dorf bauen. Okay, wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Das ist natürlich die Frage, wo sind die Gegner? Schlafen die noch alle? Gucken, schicke ich mal Wolf rein und macht da Rambazamba oder was? Ich schleiche immer mehr oder weniger rein. Okay, doch nicht. Will er hochkommen? Oh krass. Oh. Was mache ich da eigentlich? Ich drücke ganz den falschen Knopf. Warnung? Verdammt. Überall welche. Boah, wie viel kommt denn da?
Oh, ich bin gleich tot. Ich muss da kurz weg. Honi, sollst du nicht doch rumrennen, sonst attackieren. Oh, verdammt, die treffen mich ja. Übel. Was ist jetzt los? Ah, Außenposten befreit war. Das war es, Außenposten befreit. Ja, super. Ja, cool. So, Hundi, lad dich mal eben da. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das Spiel überhaupt richtig spiele, so wie ich spiele. Weil ich habe noch nie im Far Cry Teil gespielt. Das ist ein großes Problem. So ein bisschen, ne? Irgendwann rein oder was? Wahrscheinlich schon. Irgendwann, aber nicht jetzt. Ist hier los? So, ne. Meine Tragetasche ist voll, ja, aber wie, was, wie kriegt ihr denn mal leer? Hm. Beutetasche, ja, wie. Ja, super. Drei Bärenfelder habe ich schon. Tja, ne? Weiß ich gerade nicht, wie man das macht. Doof. Das ist einer von meinen. Was liegt der hier? Ja, cool. Ein Außenposten schon mal befreit. Das ist schon mal gut. So, mal gucken hier. Auch gleich schon mehr los. Jetzt gehe ich gleich zum nächsten und mach den nochmal fertig. Dann reise ich erstmal dahin. Da scheint schon irgendjemand in der Gegend rum. Da unten sind sie. Und gucken in meine Richtung. What? Ach nee, warte mal, da rennt noch irgendwas anderes mit. Bleib stehen! Wer beißt mich jetzt von hinten? Oh, noch mehr von denen. Kommen die auf einmal wieder alle her? Was soll das? Was ist hier los? Gar nicht. Viel zu wenig Pfeile, es nervt. Oh, das ist schon eine Krähe. Das ist lustig. Wie eine Tour hier. Was? Sorry. Gib mir erstmal Jaguar. Ja, hier ist eine Pflanze da oben, oder? Bisschen irritierend alles gerade.
Es war eigentlich nur die Dings befreien. Jetzt bin ich komplett wieder falsch gelaufen. Mist. Wie kann ich denn Pfeile produzieren, verdammt? Was brauche ich denn dafür alles? Los, Hund, jage. Der spielt nur mit denen. Doch wieder irgendwas Großes durch die Gegend. Löwe. Nein! Verdammt! Da rennt so viel Krypzeug rum. Oh, keine Chance. Nervt ja ein bisschen, ne? Jetzt habe wieder keine Pfeile. Ich weiß gleich nicht, wie ich da wieder attackieren soll. Wie ich das Lager angreifen soll. Verdammt. Diese Komplikation hier. So, Junge, dann greif mal an. Wo ist denn hier einer? Hä, nirgendwo? Na, komm mal hier hoch. Dann hau ich euch mal wieder einen rein. Was? Nein! Was machst du da? Was war das denn jetzt für ein Move? Ich verstehe mich jetzt mal. Doch. Ah, verdammt. Das ist echt Mist ohne Pfeile. Mein Wolf war schon. Mein Wolf. Ja. Wie doch. Der hat angreift. Nicht schlecht. Oh oh. Ich weiß, ich bin ein Schisser, aber der Hundi braucht auch XP. Lass mich aus dem Wasser, dann kann ich anvisieren. Oh oh. Das Ziel nicht erreichen, ist ja blöd. Steht da oben. Ich habe keine Pfeile, noch einen. Zack, befreit. Kapal aus dem Haus. Na super. XP.
Ja, hier kriege ich hier 1000 Millionen Fähigkeiten. Ich kann die aber nicht einsetzen. Ich habe 6 Stück noch über. Wieso? Wann sind die denn freigeschaltet? Dann muss ich irgendwie was machen oder was? Ach verdammt, ich muss meine Höhle verbessern oder was? Was ist hier los? Höhlenlöwen. Da sind 2 Stück. Ja, dann gehe ich mal eben zurück zu meiner Höhle, wa? Weil irgendwie habe ich das alles verpeilt. Sehe ich gerade. Na, wie gesagt, Far Cry habe ich noch nie gespielt, aber so. Und sich gefällt es mir schon, aber ja, muss ich wohl. Ich stimme ein. Wie kann ich die Sachen dann in meine Vorratskamera packen? Lager ist noch nicht voll. Nee, ach, das ist mein Lager, aber wie kann ich das denn. So war, steht ja unten was, oder? Stapel nehmen, einzelne Gegenstand nehmen. Ne, will ich ja gar nicht nehmen. Ich will das ja reinpacken. Mein Junge, wieso geht das nicht? Wieso verstehe ich das nicht? Naja, gehen wir erstmal hier durch mein Lager. Da kann ich schon mal hingehen. Schon wieder dunkel. Zum Schaman, was der mir sagt. Schrasch, schrasch, Bauschaugas, Winja Jesu Dijam, Ma Samquai Dausa, Daiwa Damshi, Hakrapi Shayu Kwayaka. Okay, erbaue dein Dorf. Der Dorf ist ein Zufluchtsort für Venya. Verbessere Hütten, um Fähigkeiten, Waffen und mehr freizuschalten. Ja, gut zu wissen. Suche Hütten, Rohstoffe überall in Orus, drücke H und durchstöbere die Dorf- und Taschenmenüs für weitere Informationen. Wenn du genügend Rohstoffe gesammelt hast, kehre in dein Dorf zurück und suche nach Hütten, die du verbessern, die sich verbessern lassen. Okay. Da freut sich aber einer. Verbesser Tensais Hütte. Krass, er ist ja cool. Das ist schon mal gut, da habe ich hier schon mal was gemacht. Kann ich noch mehr verbessern oder was? Ja, da fehlt mir noch ein bisschen was. Schiefer, Schilf, seltenes Löwenfell, ja. Bevölkerung habe ich genug. Okay, gut. So, dann gehen wir nochmal eben zur anderen, zur Sila oder was irgendwie die heißt, ja. Mal ein bisschen was verbessern. Kann ich jetzt meine Fähigkeiten endlich weiter einsetzen? Oh, kann ich ja echt. Wildkatzen zähmen, cool. Oh. Kann ich richtig was machen jetzt? Hätte ich es vorher gewusst. So, moin. Ja. War Tichaskaman Schlausarsch, Machi Winja Guamarsch, Aguapati Pacharsch, Aish Kauha Damshamas, Ulashwa Schweida, Winja Cha Tichaya. Okay, so, hoffentlich noch genug dabei. Hirschhaut, na, habe ich nicht. Fuck, das nervt mich gerade ein bisschen, ne? Das ist ja jetzt ein bisschen doof. Cool, jetzt sehen. Super. Guck mal, so viele Tiere gibt's noch. Oh, falsch noch verrückt. Ja, Hirschfell und also ein Kram fehlt mir noch, dann kann ich ausbauen. Wo haben wir denn hier Hirsche? Hirsche. Sieht man hier irgendwas jetzt gerade? Ne, ist alles dunkel, sieht man nichts. Ist Nacht, so mache ich das. Ja, es ist schon ein bisschen was passiert, würde ich sagen. Dann mache ich demnächst weiter. Gefällt immer noch das Spiel und da muss ich nächstes Mal zweimal einen Hirsch legen und so. Und so verabschiede ich mich jetzt erstmal hier aus dem Urwald.